Hallo, meine lieben Zuhörenden, Zusehenden und intensiv lauschenden Leute. Ich möchte euch ein gesundes, ein erfolgreiches, ein glückliches neues Jahr wünschen. Hoffe, ihr seid gut reingestartet. Ich möchte diese Legungen hier für den ersten Halbmonat Januar am 1.1. rausbringen. Ich bleibe schön bei meinem Freitag, dass ich das da immer veröffentliche. Ja, hoffe, dass ich das auch zeitlich packe. Aber ich bin guter Dinge und wenn nötig, mache ich die Nacht durch. Liebe Leute, ich möchte euch auf jeden Fall auch nochmal auf die Infobox aufmerksam machen. Ich habe die divers neu gestaltet. Ihr findet dort Social Media Links, ihr findet dort die weiterführenden Legungen natürlich auch. Ihr findet dort unten Special Videos oder eben ja besondere Videos, die ich dann schon im Laufe der letzten Monate und ja Jahre sind es noch nicht ganz, aber gestaltet habe. Wenn euch das interessiert, schaut dort gerne vorbei. Den Kanal meiner Mutter findet ihr dort unten und ihr findet auch Kartenlinks, wenn ihr euch die genauer anschauen möchtet. Habe hier zwei neue Tarotkartendecks in meinem Repertoire zu verbuchen. Das hier sind zum Beispiel die Arcanum Tarotkarten. Sehr, sehr schön gestaltet, meiner Meinung nach. Ich finde die sehr farbenfroh, sehr kräftig, auch vom Handling her super. Und hier die Gilded Tarot Royal Karten. Auch randlos, auch sehr farbenprächtig, sehr farbenfroh gestaltet. Ich finde die wunderbar gemacht. Ich habe jetzt drei randlose Karten, die ich hier in meinen Legungen verwenden kann. Habe jetzt mittlerweile sehr viele Kartendecks und auch dort hoffe ich, dass ich eine gewisse Mischung reinbringe. So von Halbmonat zu Monat so ungefähr möchte ich da ein bisschen rotieren, was das angeht. Wie gesagt, auch wenn ihr euch die genauer anschauen möchtet, findet ihr unten in der Infobox entsprechende Links dafür. Und auf vielfachen Wunsch, da das im Jahresreading so gut ankam, möchte ich auch das Karten auslegen, fortan in dem Fast-Forward-System machen. Das heißt, ich mische extrem schnell. Also ja, wundert euch nicht, ich bin nicht irgendwie zu Flash mutiert oder irgendwie sowas. Ich lasse das alles vorspulen. Diejenigen, die von euch Wert darauf legen, zu sehen, wie die Karten gemischt werden, können das auch sehen. Ne? Ihr könnt auch das Video gerne verlangsamen. Aber diejenigen, und das sind die meisten von euch, die das Legen an sich überspringen, die ja brauchen nicht vorspulen und dann suchen, an welcher Stelle dann die Legung losgeht, sondern einfach so, naja, was würde das dauern? Vielleicht eine Minute oder sowas abwarten, die Musik genießen, die ich da drunter lege, und dann geht's auch schon los mit eurer Legung. Wünsche euch viel Spaß und habt ein schönes Jahr, wie gesagt. Hallo, meine lieben Krebse. Ich sehe hier euer Kartenblatt für die erste Monatshälfte des Januars vor mir und ich muss sagen, es geht hier doch sehr, sehr viel um unentdeckte Chancen und Potenziale, so wie es mir vorkommt. Es geht hier darum, sich in vielerlei Belangen zu entfalten, womöglich auch eigene Potenziale zu entdecken, zunächst einmal und sie dann auch auszuleben. Als Hauptenergie bzw. auch als Krafttier habe ich hier den Delfin und der Delfin spricht von Lebensfreude. Und es sieht hier wirklich auch danach aus, dass ihr diese entweder neu entdecken werdet oder definitiv ausleben werdet in einem ganz bestimmten Bereich, in dem es euch sehr, sehr gut geht. Das hat auch etwas mit Ablenkung zu tun bzw. auch etwas mit ja, der Intensivierung von glücklichen Umständen, glücklichen Ereignissen, beziehungsweise aber auch des Setzen des richtigen Fokuses. Habe Spaß, spiele und probiere dich aus. Surfe die Wellen des Lebens, der Energiefluss setzt ein. Und er setzt hier tatsächlich ein in einem ganz bestimmten Bereich und das könnte der materielle und finanzielle Bereich für euch sein, liebe Krebse.
Die Kraft eurer erste Karte hier in diesem Reading symbolisiert eben, wie auch der Delfin schon sagt, eine Lebensfreude, eine positive Lebensenergie. Es geht hier um Optimismus. Es geht hier aber auch darum, eben die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, damit umzugehen, sich anzupassen, beziehungsweise geht es auch um Akzeptanz. Und es gibt hier mindestens ein Thema. Und für die meisten von euch könnte das wirklich eine liebestechnische Angelegenheit hier bedeuten. Definitiv die Gefühlswelt angesprochen mit dem danebenliegenden Ass der Kelche hier. Und vor allem der Konjunktion von der Kraft zu den Zehn der Schwertern. Fünf der Münzen hier auch noch ihren Teil dazu und hier unten nochmals fünf der Münzen. Ich habe in dieser Konstellation zweimal fünf der Münzen, aber auch wenn ich weitergehe, ein doppeltes Ass der Münzen. Die fünf der Münzen ist ein klassisches Verlassensthema, wenn ich es auf die gefühls- und emotionale Welt hier beziehe. Das kann für einige von euch wirklich der Fall sein, dass es hier eine Trostlosigkeit, eine Leere, eine Öde seitens eben der Gefühlswelt gibt, liebe Krebse. Und für andere von euch kann es hier sehr, sehr gut um einen finanziellen Engpass drehen, der bisher wahrscheinlich auch schon 2020 geschuldet natürlich mitunter auch den äußeren Umständen bei euch wirklich präsent war. Das kann hier sehr, sehr gut sein, dass es finanziell etwas mau aussieht, beziehungsweise man hat vielleicht auch einen Geldverlust erleiden müssen. Das kann natürlich auch mit einem Jobverlust zusammenhängen, beziehungsweise auch mit Ausgaben. Kann hier wirklich vieles noch betreffen. Definitiv ging es hier finanziell gesehen etwas zurück. Bevor hier dieser Aufschwung kommt, mit den zwei Assen der Münzen, sieht man hier definitiv Chancen und Potenziale auf materieller oder finanzieller Basis, die sich hier für euch ereignen könnten. Das kann auch Eigeninitiative sein, liebe Krebse. Und ich glaube, ich spreche hier wirklich ja, von Eigeninitiative, was dieses gesamte Reading hier angeht. Ihr habt hier die Gerechtigkeit auf die Kraft geklärt. Die Gerechtigkeit sorgt für einen Ausgleich. Ausgleichende Gerechtigkeit sagt man auch, beziehungsweise ein Gleichgewicht. Es gibt hier Negatives und es gibt Positives, liebe Krebse. Das ist in jedermanns Leben so. Zeigt mir einen Menschen, dem es wirklich vollends zufrieden geht, vollends glücklich ist, der keine Wünsche mehr übrig hat. Ja, ich glaube nicht, dass so ein Mensch existiert, ehrlich gesagt. Es gibt aber auch Leute oder Menschen eben, die sagen, alles ist schlecht. Und das glaube ich auch nicht. Es gibt immer positive Aspekte und es gibt immer negative Aspekte in jedermanns Leben, in jedermanns Alltag. Das ist meine Überzeugung. Und ich meine auch, es geht hier darum, für euch vorrangig, sich auf die positiven Aspekte in eurem Alltag, in eurem Leben zu fokussieren und diese im Prinzip auszuleben. Denn diese stimmen euch glücklich und lenken euch einen Teil ab von eben diesen negativen Aspekten. Was hier für euch positiv ist, was für euch negativ ist, liebe Krebse, das wisst ihr sicherlich besser selbst als ich. Ich sehe hier auf jeden Fall einen Ausgleich euch selbst schaffen. Der Page der Schwerter auf die Gerechtigkeit hier geklärt. Es könnte sich um eine Person handeln, die euch wohlgesonnen ist. Das ist eine Person, die euch beobachtet, die euch Hilfestellung, Hilfeleistung anbietet. Eine Person, deren euer Wohlergehen am Herzen liegt. Das ist eine wohlgesinnte Person, die ja ein Auge auf euch geworfen hat. Es könnte sich um jene liebestechnische Person hier handeln, die euch nicht wirklich aus ihrem Kopf bekommt und potenziell eben auch noch weiterhin beobachtet, auch wenn gerade möglicherweise eine gewisse Distanz zwischen euch existiert. Es kann sich aber auch um einen Freund handeln, ein Familienmitglied handeln. Dann, wenn es sich um so jemanden handelt, ist derjenige dafür verantwortlich, euch auf andere Gedanken zu bringen. Er lenkt euren Fokus auf etwas Positives bzw. vermag es euch abzulenken im positiven Sinne. So eine Art von Person ist das hier. Sie schafft definitiv einen Ausgleich in euren Gedanken- und Gefühlsleben, liebe Krebse. Das Ass der Kelche ist hier zweideutig zu sehen. Das Ass der Kelche ist zum einen die erlangte Selbstliebe, der erlangte Stolz, beziehungsweise ist das hier auch ein jenes positives Grundgefühl, hier triggernd zur Kraft, was man selbst in sich erreicht. Hier hat man es geschafft, den Fokus richtig zu setzen, sich auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren und die negativen Dinge mal beiseite zu lassen. Und ich rede hier nicht von Probleme vor sich hinschieben. Ich rede aber davon, dass wenn man hier wirklich am Ende seiner Kräfte ist, um eine negative Situation, wie sie hier in den Zehn der Schwertern dargestellt ist,
und auch in den fünf der Münzen dargestellt ist, nicht auf Biegen und Brechen versuchen zu verbessern, wenn sämtliche Ressourcen dahingehend aufgebraucht sind. Manchmal braucht es Zeit, manchmal braucht es Mithilfe, manchmal muss man hier auch erstmal andere Dinge erledigen, bevor man sich so etwas widmen kann hier. Worauf ich hinaus will, ist, versteift man sich auf negative Aspekte in seinem Leben, gerät man eben schnell in diese, ja, ich nenne sie gerne Todesspiralen. Es ist hier im Prinzip dieses dunkle Loch, wo ich meinte, wo man reingerät und dann muss man erst mal wieder rauskommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr hier Helfer habt. Und das können natürlich Freunde, Familienmitglieder sein, potenziell natürlich auch ein Partner oder eine Partnerin sein. Ja, der euch da vermag, rauszuholen bzw. euch zu unterstützen dabei. Zum Zweiten ist das hier aber auch diese neue Kraft, diese neue Liebe im Prinzip, die ihr für euch entdecken könnt, aber auch eben, die ihr erreichen könntet durch jene Ablenkung. Das hat hier dann etwas mit einem Menschen zu tun, den ihr entweder schon lange nicht mehr bei euch gespürt habt, beziehungsweise noch gar nicht in eurem Leben habt. Es könnte sich hier um eine neue Person handeln, es könnte sich hier um neue Bekanntschaften handeln, beziehungsweise aber auch um neue Freundschaften möglicherweise handeln. Kann hier sehr, sehr gut sein, dass so etwas auf euch zukommt. Ich sehe hier für die meisten von euch aber diese erlangte Selbstliebe beziehungsweise diese erlangte positive Lebenseinstellung eben durch das Fixieren beziehungsweise Konzentrieren und Fokussieren auf positive Aspekte, die definitiv in eurem Leben präsent sind, liebe Krebse. 10 Schwerter, 5 Münzen auf das Ass der Kelche. Das sind jene negative Themen, von denen es sich gilt abzulenken. Denn wenn man das nicht hier schafft, nehmen wir hier mal an, das negative Thema in eurem Alltag ist die liebestechnische Angelegenheit, ne? Hier bildlich gesprochen. Hier ist man wirklich in einer Traurigkeit. Man ist hier in einer Sehnsucht. Man ist quasi schon in einer Verzweiflung hier. Womöglich geht hier ein Verlassensthema hervor, sozusagen, beziehungsweise wurde man hier eventuell im Regen stehen gelassen. Kann ich mir alles sehr, sehr gut vorstellen. Hier mit diesen beiden Karten versteift man sich auf jenes. Versteifung deswegen, weil ich auch den Gehängten draufgeklettert und direkt daneben habe. Das ist hier wirklich stagnieren, festsitzen. Ja? Und wenn das passiert, da muss man erstmal rauskommen, liebe Krebse. Das ist jenes Loch eben, wo ich meinte, jene Höllenspirale, die ich meinte, oder Todesspirale eben. Ich meine aber durch einen Gehängten hier, und ich habe hier zwei Gehängte, durch einen Gehängten ist eben jenes Stagnieren dargestellt. Jenes Festsitzen. Man befindet sich in einer Situation, denkt den ganzen Tag, die ganze Zeit darüber nach, wie man das verbessern könnte. Im Prinzip kommt man da nicht weiter. Auch nach mehrmaligem Nachdenken, nach wirklich allen Seiten durchleuchten, nach Lösungsvorschlägen suchen, auch nach Selbstanalyse möglicherweise kommt man bis zu einem gewissen Punkt, aber nicht weiter. Wie gesagt, es könnten sich hier erst einmal Entwicklungen auftun müssen, die dann ein Weiterkommen wirklich oder ein Voranschreiten dann gewährleisten würden. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass ihr hier, liebe Krebse, denn ihr seid hier repräsentiert als der Ritter der Kelche, da euch entfernt sozusagen von diesen negativen Gedanken, wahrscheinlich sogar oder mit Mithilfe dieses Menschen hier. Die Konjunktion der Page der Schwerter, die 10 der Schwerter, das Verlassensthema und ihr selbst, liebe Krebse, seid hier dargestellt in dieser Konstellation. Ob das nun ein Freund ist, der euch ablenkt, oder ob das jene Person ist, die für diese negativen Anhaftungen verantwortlich ist. So oder so, liebe Krebse, entfernt ihr euch davon, was eure Gefühle und eure emotionale Basis angeht. Ihr macht euch hier weiterhin auf zur Hohepriesterin. Das ist eine Person, die sehr feinfühlig ist. Sie repräsentiert den Mond. Der Mond ist euer Herrscherplanet. Ich meine, ihr macht euch hier auf zu euch selbst sozusagen, indem ihr hier euch mehr auf euch selbst und eure Bedürfnisse, eure Angelegenheiten beziehungsweise eben jenes Positive in eurem Leben besinnt, liebe Krebse. Wenn ich die Konjunktion weitergehe, habe ich hier Chancen und Potenziale, Potenziale im Prinzip, beziehungsweise hier auch neue Türen, die sich euch öffnen. Das meinte ich mit jenen Potenzialen, mit jenen, ja, Chancen, die sich euch bieten, euch selbst zu entfalten. Und wie hier die Hauptenergie auch schon sagt, habe Spaß, spiele und probiere dich aus. Das ist genau hier drin symbolisiert.
Und ich glaube, es ist hier wirklich an der Zeit, euch mal auf etwas zu besinnen, was einen positiven Aspekt in eurem Leben darstellt. Und viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, es gibt aber nichts Positives gerade in meinem Leben. Falsch. Das gibt es immer, liebe Krebse. Ihr müsst bloß wissen, was das für euch eben darstellt, beziehungsweise dann setzt euren Fokus um. Ja? Es gibt immer etwas Positives. Hier unten mit dem Rad des Schicksals als Endkarte in dieser Konjunktion ist nämlich jenes dargestellt, dass man sich wirklich mal auf was Positives besinnen muss, weil ansonsten bleibt man stagnierend in diesen negativen Energien, in diesen negativen Gedanken hier, so wie es dargestellt ist, mit dem Gehängten auf die 10 der Schwerter. Das Rad des Schicksals dreht sich dann weiter, wenn man es schafft, etwas Gravierendes loszutreten. Es sind oftmals äußere Einflüsse, es sind oftmals Ereignisse, die sich ereignen sozusagen und dann eben etwas bewirken, eine Ursache, eine Wirkung, sprechen vom Schicksal. Und ich meine, diese Ursache ist ein Umdenken eurerseits. Mit dem Gehängten auf euch hier geklärt, sehe ich nämlich nicht mehr jene Stagnation, denn ich habe hier eine Stagnation auf eine Bewegungskarte geklärt und das eine hebt das andere eben auf. Und ich meine, es geht hier um das Umdenken. Es geht hier um das Umdenken bzw. um das richtige Gewichten, den richtigen Fokus zu setzen, was eure Situation bzw. euer Umfeld angeht, liebe Krebse. Womöglich ist für dieses Umdenken auch dieser Mensch hier verantwortlich. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dann hat er eine ablenkende Funktion. Einige von euch könnten aber auch selbst ihren Fokus auf etwas anderes eben setzen. Wie gesagt schon, wenn das hier wirklich ein Liebesthema ist, welches euch gerade runterzieht, versteift euch auf das Positive. Das kann das Materielle sein, das Finanzielle sein, es kann die Familie sein, es kann der Freundeskreis sein, es kann eure Gesundheit sein, es können eigene Träume sein, es kann hier sehr, sehr vieles sein. Ihr müsst es nur finden und dann auch entsprechend gewichten, liebe Krebse. Und das ist hier mit dem Gehängten, der eben auch für ein Umdenken steht, der auch für ein, ja, die Dinge aus einer anderen Sichtweise betrachten steht. Und das wird hier in der Mitte des Readings potenziell wirklich sehr, sehr stark hier auch in der Mitte von euch praktiziert. Fünfte Münzen auf den Gehängten. Jenes Verlassen-Thema ist hier noch einmal dargestellt. Da es aber auf den Gehängten geklärt ist, ist das hier jenes Thema, was euch auch stagnieren lässt. Man sieht es hier und man sieht es hier jeweils in Konjunktion bzw. als Trigger zum Gehängten. Mit diesem Thema hier, mit diesem Verlassensthema, in welcher Art und Weise es auch bei euch präsent ist, liebe Krebse, und das werdet ihr sicherlich selbst wissen, wenn es hier für euch resoniert. Bedenkt bitte, es ist ein allgemeines Reading natürlich. Aber dieses Thema lässt euch stagnieren. Und dieses Thema gilt es nun zunächst, und ich betone zunächst, beiseite zu schaffen. Ich bin kein Fan davon, Probleme vor sich hinzuschieben. Das bin ich absolut nicht. Aber es gilt hier auch, positive Aspekte zu sehen, zu erkennen und auch diese zu durchleben sozusagen. Der Energiefluss setzt ein, surfe auf die Wellen des Lebens, probiere dich aus, habe Spaß. Darum geht es hier hauptsächlich in dieser ersten Januarhälfte. Nicht in diesen negativen Energien stagnieren, sondern umdenken, sich auf das Positive besinnen und dann eben neue Chancen, neue Türen quasi zu durchschreiten, beziehungsweise sich eben auch wirklich diese Neuanfänge selbst zu erschaffen. Die Hohepriesterin hier steht für euch einerseits, liebe Krebse, andererseits ist das eine Person, die innerlich extrem ruhig ist. Das ist so eine Person, die ahnt, was kommt, die im Prinzip einen Plan hat von dem, was passieren wird. Sehr feinfühlige Person, sehr intuitive Person. Und da ihr A darauf zusteuert, und B, sie den Mond verkörpert und der Mond euer Herrscherplanet ist, sehe ich euch in dieser Energie ankommen, liebe Krebse. Erste Münzen darauf geklärt, neue Chancen, neue Wege, Mittel, Möglichkeiten, neue Potenziale, die sich euch hier aufbieten können. Es ist hier die Eigeninitiative dargestellt. Die Eigeninitiative, sich womöglich in einem ganz bestimmten Bereich, und es mag der familiäre sein, es mag der finanzielle sein, es kann hier wirklich sehr, sehr vieles sein, sich zu entwickeln bzw. weiterzuentwickeln, sich darauf zu besinnen sozusagen. Es gibt hier im Prinzip, nehmen wir an, es geht euch in eurer Familie oder in euren eigenen vier Wänden, geht es euch wirklich sehr, sehr gut. Ihr habt hier wirklich alles, was ihr braucht, bis auf beispielsweise, ja, ein Zimmer gefällt euch nicht so wirklich, ne?
Ganz allgemeines Beispiel, das muss natürlich nicht so für euch resonieren, es ist hier wirklich nur eine beispielhafte Funktion, dass man sich jetzt hier diesem Zimmer widmet und denkt und so, ja, ich könnte jetzt hier mal neue Tapeten so vertragen oder ich habe keinen Bock mehr auf die Farbe hier, ich möchte was Neues, ich will eine neue Sofa, ich will einen neuen Fernseher, ich will, ne, dieses eben. Zum Beispiel Umgestaltung. Ihr habt hier zig Möglichkeiten, euren Fokus auf etwas Positives zu setzen. Und dieses Unterbewusste, auch diese Ängste beispielsweise, hier ist der Mond, voll die coole Karte, fällt mir gerade auf. Der Mond hier auf euch erstens mal gespiegelt. Das ist auch eure Karte hier wieder, liebe Krebse. Es geht hier tatsächlich strikt und per se um euch hier, um eure eigenen Chancen, eigenen Entwicklungen, eigenen Initiativen. Ja? Und mit dem Mond hier sind aber auch jene Ängste, jenes Unterschwellige, jenes Neblige dargestellt, was mich jetzt wieder davon ausgehen lässt, dass viele von euch noch gar nicht entdeckt haben, was in ihnen eigentlich alles an Kreativität steckt. Wozu ihr im Prinzip fähig seid, was ihr eigentlich alles sonst noch habt, was euch wirklich mit, ja, Frohsinn erfüllt, was euch stolz machen kann, was für euch von Wert ist. Und vieles habt ihr vielleicht bisher niedrig gewichtet, aber da kommt eine Kehrtwendung rein und ihr werdet das jetzt entsprechend gewichten, liebe Krebse. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr bisher beispielsweise ein harmonisches Familienleben ja, erleben durftet und es bisher vielleicht nicht entsprechend gewichtet hat, nämlich das ist zum Beispiel auch etwas, je nach Situation natürlich, worauf man sehr, sehr stolz sein kann, worüber man glücklich sein kann. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das bisher einfach hingenommen wurde, ne, und nicht entsprechend gewichtet wurde. Und ich sehe hier in so einem, wie gesagt, Beispiel eine Kehrtwendung. Ich meine, mit dem folgenden Ass der Münzen schätzt man erstmal den Wert dessen glücklichen Umstandes, um den es sich hier für jeden individuell womöglich etwas anderes, ne? Aber es ist hier definitiv ein glücklicher Umstand, den man jetzt fortan wertschätzt und entsprechend gewichtet, liebe Krebse. Es geht hier darum, sich selbst zu entfalten, beziehungsweise sich auf das Positive gerade zu besinnen. Und ich meine, mit den 7 der Kelchen habt ihr hier etliche Optionen und wirklich viele positive Aspekte, denn ich habe hier eine Auswahl, ne? Qual der Wahl, sagt man auch bei dieser Karte. Und ich glaube, es gibt hier wirklich vielerlei Bereiche, wo es euch wirklich gut geht, liebe Krebse. Und was die Hauptenergie und der Delfin hier sagen möchte, lebt doch dieses gute Gefühl aus. Versteift euch nicht auf negative Aspekte, besinnt euch auf die positiven Aspekte. Und so werdet ihr ein glücklicheres Gefühl haben, eine positivere Lebenseinstellung erreichen können. Rat des Schicksals auf die 7 der Kelche spricht genau auch davon. Es ist hier wirklich an der Zeit, sich mal auf das Positive zu besinnen und nicht immer das Negative A so hoch zu gewichten und B sich davon runterziehen zu lassen. Ja? Ich hoffe, ihr konntet mir folgen, liebe Krebs. Es ist sehr speziell, aber ihr werdet sicherlich hier, wenn ihr hiermit resoniert, schon wissen im Prinzip, was der negative Aspekt ist und was die positiven Aspekte eures Lebens sind. Sechste Münzen, ich kann mir hier sehr, sehr gut Gewinn vorstellen. Wenn es sich hier wirklich um etwas Finanzielles handelt, liebe Krebse, sehe ich hier definitiv von 5 auf 6 einen materiellen oder finanziellen Zufluss. Ne? Je nach Situation natürlich. Ich sehe hier aber auch wieder ähnlich wie in der Gerechtigkeit eine Balance, ein Gleichgewicht, welches ihr potenziell erreichen könnt. Weiterhin habe ich hier 4 Schwerter und 10 Schwerter. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es gilt hier nicht, dieses Thema hier totzuschweigen. Ne? Das ist die falsche Angehensweise. Es gilt hier, sich davon abzulenken, beziehungsweise diese negativen Gedanken ruhen zu lassen und somit seiner Mentalität, seinem Geist eine Pause zu gönnen. Darum geht es hier. Und zu einem gegebenen Zeitpunkt, wenn man hier wirklich wieder Lebensfreude getankt hat, wenn man mal wieder Spaß hatte, wenn man sich wieder besser fühlt, dann kann man immer noch dieses Thema hier angehen. 10 der Schwerter tauchen hier auch wieder im Outcome auf und hier ist die 4 der Schwerter. Und die 4 der Schwerter ist die passendste Energie, um die 10 der Schwerter zu heilen. Es ist hier Gedankenheilung, es ist gedanklicher Rückzug, es ist Meditation hier. Jene Meditation, die im Prinzip negative Gedanken auflösen kann. Und ich glaube, einige von euch sind bisher noch nicht imstande, diese 4 der Schwerter auszuleben bzw. zu praktizieren, weil man zu sehr in einem negativen, dunklen Loch hier steckt. Und das Beste, was man tun kann, ist
auf das Positive zu besinnen, beziehungsweise Spaß zu haben, zu spielen, sich auszuprobieren, Eigeninitiative zu ergreifen, beziehungsweise den Fokus richtig zu setzen. Liebe Krebse, ich wünsche euch das auf jeden Fall, dass ihr das hier potenziell erreicht. Ich sehe hier auch wirklich einen Helfer für viele von euch in dieser speziellen Situation. Die Outcome-Karten, was die betreffen, schaue ich mir jetzt gleich im weiterführenden Reading an. Was das hier genau zu bedeuten hat und was da ansteht, werde ich dort herausfinden wohl, wenn ihr euch in einer solchen Situation befindet, liebe Krebse, und ihr gespannt seid, wie es potenziell weitergeht, nehmt gerne das weiterführende Reading in Anspruch. Es ist der erste Link unten in der Infobox und nach wie vor natürlich kein Muss. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, viel Erfolg, viel anhaltende Gesundheit, viel Kraft auch für das kommende Jahr, beziehungsweise für das, ja, jetzige neue Jahr. Ich möchte das an Neujahr, glaube ich, rausbringen, diese Readings hier. Müsste der Freitag sein, ne? Ja, ich glaube schon. Wünsche euch wirklich alles, alles Gute für 2021. Lasst mir gerne wieder Likes, Spenden, Feedback, Views, Kommentare, was ihr möchtet da. Herzlichen Dank dafür. Ich sehe das natürlich nach wie vor sehr, sehr gerne. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen, liebe Krebse. Und bis dahin, macht es gut.